Lübecker Bucht mit einem Segelboot unterwegs ist, sollte unbedingt einen Abstecher nach Travemünde einplanen. Travemünde gilt als die schönste Tochter der Hansestadt Lübeck. Und das hat viele Gründe. In Travemünde treffen maritime Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Von Windjammer-Romantik bis hin zum Fährriesen. Und genau diese Mischung macht Travemünde zu etwas ganz Besonderem. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Festmachen kann man hervorragend im Passathafen. Und warum dieser so heißt, erklärt sich eigentlich von selber. Denn hier liegt seit 1960 die Viermastbark Passat. Die Passat ist mittlerweile so etwas wie das Wahrzeichen von Travemünde geworden und gibt dem Hafen einen ganz besonderen Flair. Hier im Passathafen ergeben sich durch die ein- und auslaufenden Fährschiffe höchst ungewöhnliche Aussichten. Die Fährschiffe passieren die Passat auf ihrem Weg zum und vom Skandinavienkai. Denn so ganz nebenbei ist Travemünde der größte Fährschiffhafen Europas. Die Passat kann man übrigens auch besichtigen. Und jeder, der sich nur ein bisschen für die Segelei interessiert, sollte das unbedingt tun. 1911 wurde die Passat von Blohm und Voss gebaut. Und sie hat eine sehr wechselhafte Geschichte und alle Weltmeere hinter sich. Übrigens ist die stolze 115 Meter lang und die Masthöhe beträgt 56 Meter. Bevor wir nun mit der Fähre über die Trave fahren, werfen wir noch einen Blick auf ein paar sehr ungewöhnliche Bauten. Denn das kann man nur einen Katzensprung vom Hafen entfernt in Sandwall tun. Gebaut wird hier ausschließlich aus Sand. Aber nun geht es hinüber auf die andere Seite der Trave. Im Sommer ist hier in Travemünde so richtig Halligalli. Es reiht sich Kaffee an Kaffee und Hunger oder Durst muss hier wirklich niemand haben. Neben der sommerlich-ferienmäßigen Atmosphäre ist es vor allen Dingen der sehr schöne Strand von Travemünde, der viele Besucher anzieht. Und der Strand verfügt auch wirklich über alles, was man sich für einen gelungenen Strandtag vorstellen kann. Neben wunderbarem feinkörnigen Sand, der zum Relaxen einlädt, gibt es einen Spielplatz für Kinder, Beachvolleyball sowie eine Badeinsel in der Ostsee. Langeweile muss man hier nicht haben. Und nicht vergessen, zur Sicherheit die persönliche Verweildauer in der Sonne studieren. Und wer wirklich mal der Sonne aus dem Weg gehen möchte, dem hilft möglicherweise das 118 Meter hohe Hotel Maritim. Das Hotel ist nicht nur bei der Ansteuerung von Travemünde als Landmarke sehr nützlich, sondern ist gleichzeitig ein hervorragender Schattenspender am Strand. Wie gesagt, in Travemünde treffen maritime Vergangenheit und Gegenwart auf ungewöhnliche Weise aufeinander und machen den Besuch zu einem spannenden und äußerst lohnenswerten Erlebnis.